Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer PokéScout24 mit einem neuen Pokémon-Video. Maximal cringe. Egal. Spieltag 10, TFL. Es geht ran gegen den härtesten Gegner, den wir auch nur encountern können. So, also quasi wären wir jetzt bei Elden Ring, wäre er Malenia. Und zwar ist das der ungeschlagene Champion Moritz. Er ist bereits zweifacher Meister. Er hat auch diese Season noch kein Spiel verloren und wir sind jetzt am vorletzten Spieltag. Und wenn wir ihn nicht besiegen, bleibt nur noch ein Spiel, um ihm eine Niederlage zu bereiten. Und wir haben auch noch eine Rechnung offen aus Season 2. Und zwar die Scarf-Rückenwind-Action. Das Video findet ihr hier rechts oben jetzt verlinkt im Video. Hoffe ich, dass ich dran denke, das auch zu verlinken. Und ja, wir müssen, wie gesagt, Schadensbegrenzung betreiben. Wir wollen ihm seine erste Saisonniederlage zufügen. Und dafür sind wir ein bisschen kreativ geworden. Ihr seht hier das Team. Wir haben ein Weakness Policy Coco mit ordentlich KP und Death Investment, um ein Landorus tatsächlich zu abusen, um unsere Weakness Policy zu triggern, weil wir auf jeden Fall ein Earthquake leben auf plus 2 mit Iron Defense. Wenn er Scarf ist, dann RIP. Und dann haben wir mit Calm Mind, Stored Power, Thunderbolt eigentlich alles, was wir brauchen, um durch sein Team zu gehen wie durch warme Butter. Mal gucken, ob das aufgehen wird. Ist sehr, sehr risky, aber wir werden sehen. Wir haben unser Durengard, diesmal mit Überresten, damit er ein bisschen mehr lebt. Wir haben den Close Combat natürlich für Miltank dabei. Ihr seht es schon alles. Wie gesagt, ich mache das auch ganz kurz. Wir haben hier Slowking dabei mit der Cobra Berry, weil er uns eh, wenn er Zoroark mitnimmt, wird er uns eh damit verarschen und wird auf jeden Fall eine finstere Aura landen. Dann wird die aber nicht töten. Außerdem sind wir Fist-Def, damit wir auch was von Lando gut abfangen können und hauptsächlich halt als Bandit Entei-Switch-In. Wir haben unseren Neuwan mit den Boots dabei, der kann als einzige Attacke Hurricane, das ist aber auch die einzige, die er braucht. Gegen Raichu haben wir halt gar nichts, aber das switchen wir sowieso wieder raus. Wir haben Celebi, um das Choice Specs Prim aufzuhalten mit der Assault West und ordentlich KP und Special Death Investment, weil einfach sonst eine Specs Mondgewalt uns komplett aus dem Leben böllert. Und so kann er uns eigentlich nicht relativ viel. Die Hydro-Pumpe macht nicht viel, die Mondgewalt macht keinen Two-Hit, selbst nach Rocks nicht, sollte eigentlich soweit passen. Und dann haben wir unseren Affen dabei. Der ist Adamant Nature, der ist Choice Scarf, das ist das klassische Set. Wir sind nicht schneller als ein X-Bart, aber das müssen wir auch nicht sein, weil er denken wird, dass wir schneller sind. Und dieses Matchup wollen wir sowieso nicht, weil was wollen wir gegen X-Bart machen? Ne? Also da können wir raus U-Turn oder können Knock-Offen, aber ja, ansonsten haben wir noch den Gangshot für Prim dabei. Wir sind, wie gesagt, eigentlich ganz gut vorbereitet. Moritz ist der härteste Gegner, den es in der TFL gibt. Wir haben bisher noch keinen Sieg gegen ihn erringen können. Er hat sowieso nur einmal verloren in der TFL, aber wir sind hier, um das zu ändern. Alle scheißen sich vor dem Kampf gegen Moritz immer schon ein, sage ich jetzt einfach mal, sorry für die Ausdrucksweise, und rechnen die Niederlage schon ein. Wir machen das nicht, wir wollen reingehen, wir wollen ihn zerstören und wir wollen dieses Match gewinnen. So, und dann ist das auch schon das vorletzte Match der Season und mit den 3 Punkten könnten wir sehr, sehr viel entspannter ins Saisonfinale gehen. Wir sind schon sicher in den Playoffs. Aber das würde unserer Platzierung auf jeden Fall keinen Schaden tun, wenn wir uns hier 3 Punkte holen. Und wie gesagt, wir sind nicht der Rest der Liga. Wir schreiben diese Punkte nicht von vornherein ab. Wir gehen rein und wir sehen uns gleich wieder beim Kampfteil. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind jetzt wieder beim Kampfteil. Und wir sollen jetzt das richten, was Nils nicht geschafft hat, was Rick nicht geschafft hat, was eigentlich noch niemand in dieser Season geschafft hat. Denn der Mann ist schon wieder ungeschlagen. Und wir sind hier, um das zu ändern. Ihr habt gerade das Team gesehen, was wir mitnehmen. Und jetzt schauen wir uns mal das Team an, was der gute Moritz mitnimmt. Wir drücken den A-Knopf und gehen eiskalt rein. Wir diven in die Geschichte. Und schauen uns mal dieses Team an. Ob da irgendwelche kranken Überraschungen dabei sind. Oder ob das so im Großen und Ganzen das ist, was wir erwartet haben. Wir werden es gleich sehen. Okay, ich sehe schon direkt, wir sehen keinen Zoroark. Wir sehen auf jeden Fall das Lando und das Jirachi, das war klar. Wir sehen auch Kommo-O und wir sehen Prim, die habe ich auch gesehen. Wir sehen Miltank, das finde ich schon mal gut, weil ich habe mein Durengard-Set in der letzten Sekunde vor dem Kampf noch geändert und eben den CC drauf geschafft, damit wir das Miltank auch treffen können. Und wir sehen Entei, Choice Band Entei, das ist eigentlich giga-free gegen unser Team. Deswegen war es auch relativ klar. Fraglich ist jetzt, mit wem wir leaden wollen. Er hat X-Bart nicht dabei, das finde ich sehr gut, weil wir sind das Risiko eingegangen und haben ja eben, wie gesagt, unseren Affen so gespeedcreept mit dem Scarf, dass er nicht schneller ist als X-Bart. Müssen wir auch gar nicht sein. Er hat Zoroark nicht dabei und das lässt mich sehr schwer vermuten, dass er Scarf Lando ist.
Das wäre richtig beschissen. Das wäre richtig beschissen. Ja, ich würde mal sagen, wir leaden einfach mal mit unserem Äffchen. Da kann eigentlich nicht so viel in die Hose gehen. Wir könnten auch mit unserem Slow King leaden, aber dann könnte er mit Mülltank leaden und First Turn die Rocks rausbringen. Wird er wahrscheinlich nicht machen, aber das wollen wir auch nicht. Wir gehen einfach in das Äffchen. Wir müssten mit dem Walschall schneller als alles sein, außer eben halt ein Scarf Lando. Maybe oder ein Scarf Raji. Sehen wir dann alles. Wir leaden mit dem Äffchen. Wir gehen einfach rein. Und gucken uns mal an, was jetzt hier in diesem Kampf so passiert. Womit liegt der Guter? Was sehen wir hier? Wir sehen Prim. Prim, 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 Prim. Ist das Scarf Prim? Scarf Prim könnte mir egal sein, weil wir sind schneller als Scarf Prim. Wir sind selber Scarf. Wir gehen direkt auf die U-Turn. Wir gucken mal, wenn er jetzt Choice Bex ist und irgendwas losböllert. Wir gehen jetzt sowieso in Celebi. Er könnte auch First Turn jetzt direkt einen Sub raushauen. Dann wäre Gunshot der Play gewesen, aber wenn er Gunshot misst und er for free den Sub kriegt, dann ist es richtig unangenehm. Und das müssen wir jetzt im ersten Turn einfach noch nicht eingehen. Wir drücken einfach auf die Kehrtwende. Er geht raus mit Prim. Er zeigt uns noch nicht, welches Set er ist. Er geht in Sharpless. Ja. Ne, er geht in Sharpless. Wir drücken in die U-Turn. Wir sind Adamant. Das sollte akzeptablen Damage machen. Macht es auch. Jetzt ist die Frage. Gegen Sharpless gehen wir direkt in unser Duengard-Ei. Think so. Wir gehen in Duengard und drücken einfach mal die Shadow Claw. Oder gehen wir jetzt schon auf den Close Combat? Weil er könnte das Schutzschild einsetzen. Er hat die Lefties. Das heißt, er ist auf jeden Fall wieder ein defensives Set. Er könnte jetzt das Schutzschild einsetzen, um zu zeigen, was er ist. Deswegen gehen wir auf die Dunkelklaue, auf das Protect und gehen dann auf den CC in den Miltank Switch. Ich hoffe, das geht so auf. Wenn er jetzt direkt in den Miltank switcht, richtig unangenehm. Weil wir es dann nicht predicted haben, aber dann ist das so. Okay, er geht direkt raus, geht er direkt in den Mülltank. Hätten wir CC drücken können. Ne, er geht in Lando. Okay. Okay. Okay, Bedroher kommt, wir gehen auf minus 1. Ist nicht so geil. Aber er sieht jetzt auch, dass wir physisch sind und wir können uns jetzt mal angucken, was er für ein Set ist, je nachdem, wie viel Damage wir ihm machen. Was ein Crit? Ja. Joa. Chillig. Okay, er hat eine Beere. Er hat die Citrus Berry. Das ist blöd, weil ich jetzt direkt gerne mit dem Shadow Sneak nachgesetzt hätte. Der Crit ist richtig geil für uns. Brauche ja gar nicht lügen. Ist ja so. Und er ist nicht Scarf Lando. Er ist nicht Scarf Lando. Ist er banded? Ist er banded? Drücken wir jetzt hier King Shield und gucken uns an, was passiert. Oder, nee, nee, gar nicht banded. Kann er ja gar nicht sein, wir haben gerade die Citrus gesehen. Ich Dummbart. Drücken wir jetzt King Shield und dann kriegt er Rocks maybe. Oder was tun wir? Wir können ihn eh nicht killen, weil wir auf minus 1 sind. Er kann jetzt Rocks kriegen, er kann Earthquake gehen, er kann Kehrtwende gehen. Glaube eigentlich bei allem ist Neuron hier der Player, I guess. Ja, ich glaube, wir gehen in Neuron. Wenn er Rocks holt, können wir defoggen. Wenn er Kehrtwende klickt, kriegt er keinen Schaden. Wenn er Nock drückt, kriegt er unsere Boots weg, was scheiße ist, aber ist okay, I guess. Erdkräfte. Okay, er ist spezielles Lando. Ja, spezielles Lando, mein komplettes Kokoset ist für den Arsch. Das kann doch nicht wahr sein. Er ist spezielles Lando. Oh nee. Oh nee, also es ist nicht komplett im Arsch, wenn wir halt Callman rauskriegen, aber macht's nicht leichter. Wir gehen hier U-Turn, weil Hurricane killed, I guess not. Und er könnte auch einfach in Raji gehen. Und, oder wollen wir nicht den Hurricane auf Raji kriegen? Den Hurricane auf. Komm, wir spielen offensiv. Wir drücken Hurricane auf das Raji. Er geht raus. Er geht in Sharpless, genau. Ich hätte U-Turn, glaube ich, gehen sollen, I guess. Wir drücken Hurricane. Und er misst den Hurricane. Entspannt. Neumann auf jeden Fall gut drin in diesem Kampf. Das ist nicht so geil. Jetzt kriegt er Rocks, I guess, ne? Kriegt er gleich, glaube ich, Rocks. Könnte auch T-Bolten. Maybe. Ist wieder so ein defensives Set. Ich gehe U-Turn, glaube ich. Ich glaube, ich mache wieder hier Standard-Plays, gehe U-Turn. Okay, er greift an oder legt Rocks. Eins von beiden wird er tun. Maybe wird er jetzt hier Rocks legen. Maybe wird er den Flammenwurf einsetzen, um meinen Duengard zu predicten. Und deshalb gehe ich jetzt, glaube ich, in. Er wird nicht T-Bolt drücken, ne? Er wird nicht T-Bolt drücken.
würde ich die Uhr drücken. Wird er nicht. Wenn, dann wird er hier den Flammenwurf drücken, um das Duhungard abzufangen. Und wir gehen hier ins Slow King und können gleich eine Runde teleporten. Er wischt einfach. Okay, das ist der Play für Loser, aber kann er machen. Er kann Lando jetzt gleich hochwischen, weil Raichu hochwischen lohnt sich nicht. Er kann Lando einfach hochwischen. Und so oder so, wir verlieren hier, glaube ich, nichts mit einem Siedewasser. Es sei denn, er geht jetzt auf den... Ja, weil wenn wir Teleport drücken, geben wir ihm sein Wish. Schwierige Situation. Ich glaube, wir gehen hier auf den Scald. Er geht auf die Kehrtwende. Ja, okay. Okay. Nicht gut. Jetzt kommt da Lando rein, um den zu wischen. Und wir drücken ihm aber gleich wieder Damage rein, ne? Müsste, glaube ich, so ablaufen. Oder er geht jetzt in irgendein anderes Mon und kriegt da den Wish, ist wieder voll. Aber das ist ja okay. Ich glaube, jedes Mon, was jetzt hier reinkommt, ist okay. Müsste so sein, ja. Ich bin auch übrigens froh, dass er keinen Golis-Support dabei hat. Das macht Celebi und Slowking ein bisschen stronger in diesem Matchup. Er geht in Prim. Okay, wir hätten teleporten sollen. Shit, er kriegt gleich den Zap. Maybe. Kriegen wir den Burn? Kontinuierlicher Damage auf Prim wäre geil. Bin ich ehrlich, kriegen wir den Burn? Ne, wir kriegen ihn nicht, ist okay. Er könnte jetzt hier Specs drauf losböllern oder subben. So oder so gehen wir in Celebi, der ist unser Switch-In hier für die junge Dame. Wir sind Assault-Vested, Modest, Full-Invested, Specs, Moonblast, Killed, ist kein Two-Shot. So, und wir können mit Giga Drain gegenheilen. So, wir gehen in Celebi. Was macht er? Er könnte subben. Er geht auf den Spukball. Oh, er fängt mich ab. Das ist kritisch, aber sollten wir gut leben, I guess. Ja, leben wir sehr gut. Da hat das Celebi gerochen. Die Frage ist, das muss ich jetzt kurz kalten, die Zeit nehme ich mir, ist das Specs Damage. Marina, Choice Specs. Er hat den Schattenball. Und der macht 42 bis 50. Das ist Low Roll Specs. Ja. Ja, ist es. Können wir dagegen etwas tun? Nö, wir können Giga Drain drücken. Wir hätten U-Turn sollen vermutlich, weil er rausgeht, genau. Aber wir holen uns damit ein paar KP wieder. Gegen Dingsbums, genau, gegen Yashi. Und, ja, wir hätten U-Turn sollen, glaube ich. Aber dann kommen wir immer schlechter gegen ihn rein. Und deswegen ab und zu der Safeplay ist auch gar nicht so verkehrt. Genau, wir kriegen jetzt nämlich so viel KP wieder, dass wir selbst bei einer High-Roll dem nächsten Spukball, dass wir den noch easy tanken. Und wir sind ein bisschen angedamaged. Kehrtwende jetzt für ihn Giga-Free. Deswegen, weil die Kehrtwende jetzt so free für ihn ist, gehen wir jetzt in den Affen, um darauf dann auf seinen nächsten Switch reagieren zu können. I guess, oder wie eine Neuwan ist auch cool. Weil er geht jetzt immer auf die Kehrtwende, weil die gegen Celebi einfach sehr, sehr guten Damage drückt. Ja, genau, da ist die Kehrtwende. Und jetzt gucken wir doch mal. Okay, Primarina ist Specs, Lando ist nicht Scarf. Was hat er dabei, was Scarf sein könnte? Er hat nichts dabei. Hat er keinen Scarfer? Es wäre entspannt. Okay, er geht direkt wieder in Prim. Prim wird jetzt einen Spukball drücken und darauf drücken wir den Hurricane. Wenn er jetzt Moonblast drückt, ist blöd. Sehe ich ein. Aber wir spielen es jetzt hier so. Ja, wir machen ihm ganz guten Damage. Er geht auf Moonblast. Ja, witzig. Damit verlieren wir unser Neuwan an dieser Stelle. Das ist nicht so geil gelaufen. Da hätten wir in unser Zwiebelchen gehen müssen. Andererseits wäre dann auch kein Switchen mehr gewesen. Wir gehen jetzt nämlich ins Zwiebelchen. Und drücken auf das reinkommende Raichu nochmal den U-Turn. Ah ja, gut, dass wir Neuwan jetzt verloren haben, ist wirklich blöd. Aber warum gehen wir denn ins Zwiebelchen? Wir hätten jetzt perfekt in Koko gehen können. Na egal, beim nächsten Mal. Wir drücken die Kehrtwende, wir setzen die Kehrtwende ein. Wenn er jetzt stayt, nee, tut er nicht, er geht raus, er spielt sicher, ist in Ordnung, gefällt uns. Ja, genau, wir drücken die Kehrtwende. Und jetzt kriegen wir gegen dieses Jirachi wieder ganz sicher unser Duhungard rein. So, und jetzt ist wieder die Frage, gehen wir auf die Schattenklaue oder gehen wir auf den Nahkampf? Gerade ging Predict nicht auf.
Deswegen gehen wir. Hat er einen Midround-Player? Ja, könnte wieder Lando gehen, ne? Könnte wieder Lando gehen. Wir gehen auf die Dunkelklaue. So, und wenn er jetzt wieder Lando geht, kriegt er akzeptablen Damage. Jetzt geht er in Hotkin. Jetzt wäre es SEC gewesen. Ja, das sind halt immer diese 50-50s. Aber die passieren nun mal dann einfach so. Ja. Und jetzt kriegt er. Ja, jetzt kriegt er Rocks. Jetzt kriegt er Rocks und wir kriegen CC. Wenn er jetzt angreift, dann ist das so. Da können wir nichts tun. Nee, er kriegt Rocks, genau. Die kriegen wir auch nicht mehr weg, weil Neuwan schon dead ist. Das ist wirklich, wirklich bad. Und wir sehen jetzt, ist er hier Coverberry? Nein, ist er nicht. Oh, aber wir machen ihn auch gerade so über 50. Ist nicht so geil. Ich spiel Bollenhelm, okay. Gut. Ich spiel Bollenhelm. Jetzt ist die Frage, geht er jetzt in Prim? Wollen wir einen zweiten Nahkampf hinterher? Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Da gehen wir jetzt wieder auf die Shadowclaw. Weil er ist schneller, das hat er uns gerade gezeigt, wenn er jetzt irgendeinen Move hat, der uns treffen kann, weil er Scrappy spielt, könnte uns ein Body Press killen. Da geht er jetzt in Prim. Oder sagen wir, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Es ist jetzt schwierig. Wir haben gerade die 50-50 verloren. Aber ich glaube, wir spielen sie wieder. Ich glaube, wir spielen sie wieder. Ja, jetzt geht er aufs Erdbeben. Okay. Okay, Königsschild wäre es gewesen, damit Stück Durendart. Das ist, weil wir auf minus 1 sind wegen dem CC, das ist, ja. Wir verlieren hier jede 50-50, die wir spielen könnten. So, Miltank. Miltank, Miltank, Miltank. Ja, jetzt ist es immer der Affe. Jetzt ist immer der Affe. Jetzt ist es auch eigentlich immer der CC. Und das weiß er ja. Und deswegen knockern wir jetzt irgendwas. Gehen wir auf die Kehrtwende, wie den Kehrtwende. Er bleibt drin, okay. CC wäre es wieder gewesen. Er gewinnt jede 50-50. Macht er gut. Macht er gut. Kann man nichts gegen sagen. Die Frage ist, was schmeißen wir da jetzt rein? Wir schmeißen Slowking rein. Wir schmeißen Slowking rein, gucken, was er jetzt macht. Boah, das ärgert mich. Also der Neuwan, okay, to be fair, aber das, er spielt eigentlich einfach mit Getränk, weil er die Catwende predicted strong gemacht. Aber das Durengard ärgert mich wirklich. Weil das hätte wirklich nicht sein müssen. Er kann jetzt hier eigentlich theoretisch for free drin bleiben und wir gehen für Focus Blast, oder? Also, ja, er toxikt uns jetzt und wir gehen für Focus Blast. Wenn wir hitten. Wir haben den Orkan gerade nicht getroffen. Wäre cool, wenn wir jetzt treffen würden. Ja, wir treffen. Das ist cool. Slowking, wie viel kannst du ausrichten? Der wird physisch defensiv sein. Ja, wir killen ihn nicht. Das ist wirklich ärgerlich, weil er jetzt wieder auf mich getränkt gehen kann. Ich kann jetzt wieder einfach nicht getränkt. Der Penner kann Milchgetränk drücken und wir müssen eigentlich teleporten, weil wir nicht auf den Focus Blast nochmal hitten können, weil dann treffen wir den nicht und dann sind wir richtig behind. Nee, er geht raus. Okay, cool, dann war Teleport auf jeden Fall der Play der Plays. Und gut, er geht jetzt in Jirachi und den können wir jetzt nicht mehr töten, weil Durengar tot ist. Das heißt, wir haben das Match auf jeden Fall schon mal verloren. Die Frage ist, wie hoch? Ja, Pokémon, oder? Ja, Rachi, ne? Du coole Socke. Du coole Socke. Wir gehen jetzt in den Affen und drücken Mock. Was soll ich tun? Wir können dieses Rachi schon kaum noch touchen, weil Durengard jetzt einfach tot ist. Wir müssen jetzt hier für den Mock gehen. Das Match läuft richtig bad. Er geht auf Schutzschild, das kann er tun. Das kann er tun. Wir gehen auf den Knocker. Ja, er protected. Weiß jetzt, dass wir auf den Knocker gehen. Und weiß auch, dass wir gescarft sind, weil wir den Affen immer scarf spielen. Kann jetzt in Prim gehen und wir gehen in Coco, weil wir jetzt Plays machen müssen, um noch irgendwas an der Differenz zu machen. Wenn wir das jetzt einfach straight up runterspielen und er auch, verlieren wir das 6-0. So. Wir gehen in ihn. Und jetzt zeig mir bitte Prim. Zeig mir Prim. Die Animationen machen die Spannung gerade nicht besser. Moritz, zeig mir Prim.
Komm. Zeig ihn mir. Komm. Und dann haben wir noch eine kleine Chance. Nee, er zeigt uns Mülltank. Ah, das ist fein, I guess, weil Mülltank nehmen wir jetzt immer raus. Und er drückt uns da im Gegensatz ein Erdbeben. Oder er fängt jetzt die Elektroattacke ab. Aber wir können ja immer auf die Feenattacke gehen. Und daraufhin kann er immer raus switchen. Oder wir gehen, nee, wir gehen jetzt auf die Eisenabwehr. Und wenn er auf das Erdbeben geht, weil er sicher ist, dass er den hier sacken möchte, dann kriegen wir unsere Weakness Policy doch noch getriggert. Und zwar sogar ziemlich gut. So, und er hat keinen Scarfer dabei. Ja, genau, er geht auf das Erdbeben. Das ist perfectly fine. Damit machst du uns extrem gar nichts. Und triggerst unsere Weakness Policy. Und vielleicht haben wir jetzt doch noch eine Chance, das Game zu gewinnen. So. Wir sind drin. Wir sind drin. Du kannst uns nichts. Du kannst uns nichts. Du kannst uns toxicen. Und das wollen wir nicht. Du kannst uns toxicen. Ich gehe auf Kraftvorrat. Weil wenn der uns jetzt toxikt, dann ist es over. Und wenn er jetzt in Lando geht... Ne, okay, gut. Wir killen dieses Mülltank. Zeigen ihm leider schon den Kraftvorrat. Schade, den hätte ich ihm leider nicht gezeigt, weil jetzt weiß er, wenn er in Lando Lindo geht, dass das bad für ihn ausgehen kann. Die Eisenabwehr war jetzt strong. Das ist gut. So, er geht in Sabatier, das ist Entei. Entei, du krepierst doch jetzt an den Donnerblitz, oder? Nee, wir sind nicht plus 1. Scheiße. Aber du krepierst trotzdem. Jawohl. Jawohl, das ist es, kein Crit. Das ist es. Coco, bist du es hier? Bist du es hier, mein Lieber? Ich meine, wir können Lando nicht töten. Wir können auch Raji wahrscheinlich nicht töten. Geht Raji jetzt auf Cormant? Egal. Wir können auf Cormant gehen. Also ich meinte bei ihm auf Protect, aber wir können nichtsdestotrotz auf Cormant gehen, weil was willst du uns denn machen? Wir sind plus 2 Dev und jetzt gehen wir auch noch plus 1 Special Dev. Was willst du uns denn machen, Raji? Was willst du uns denn machen? Bist du nicht an dieser Stelle, wenn wir auf plus 2 ein Setup fordern? Nee, er geht aufs Heilopfer, okay. Aber was willst du denn jetzt auf Full wieder reinbringen? Lando? Lando died auch an dieser Stelle, meine ich. Je nachdem, wie er invested ist. Died Lando einfach an dieser... Hier ist Dort Power. Also, wir stehen doch jetzt richtig gut da. Oder nicht? Genau, Lando kommt jetzt rein. Lando wird jetzt wieder full. Ja, und wir drücken jetzt Dort Power und gucken, ob das killt. Weil, ja genau, Bedroher kommt. Bedroher bringt uns auch mit einer Stufe wieder runter. Aber wir sind auf... Ja, wir müssen... Also, wir sind auf, genau, wir sind auf plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben 7 Boosts. Wir drücken jetzt Kraftvorrat. I guess. Oder wir drücken jetzt nochmal... Nee, genau, der ist ja speziell offensiv. Deswegen entweder Gedankengut oder Kraftvorrat. Weil wenn wir Gedankengut drücken... Wenn wir jetzt Cormant drücken und das Leben, gewinnen wir. So, das ist safe. Wenn er uns aber crittet, haben wir das verloren. Ja, deswegen, ich glaube, wir gehen auf den Kraftvorrat, aber wenn der Kraftvorrat jetzt nicht killt... Er killt einfach. Er killt. Dieser Kraftvorrat killt dieses Lando. Ich glaube, wir haben jetzt gewonnen. Weil Prim stirbt an einem Thunderbolt und hier, Grandiras stirbt an Stored Power. Also wir haben das hier eigentlich gewonnen. Es sei denn, er ist jetzt Scarf. Das könnte sein. Das könnte sein, aber... Kann er uns hier töten? Kann er uns hier töten? Nee, wir drücken Kraftvorrat. Ich glaube, dieses Coco-Set ist ja einfach der Matchwinner. Und wir bereiten Moritz seine erste Niederlage. Und ich dachte schon, dass wir verloren hätten, weil sobald ich das spezielle Lando gesehen hatte, habe ich dieses Coco-Set abgeschrieben. Aber natürlich, mit dem Erdbeben von Miltan kriegen wir die Weakness Policy ja noch viel, viel besser getriggert. Und das müsste jetzt hier der Sieg sein, tatsächlich. Ja, Thunderbolt, wir machen keinen Missklick. Ja, und Coco knallt ihn einfach um. Wir haben gewonnen. Dieses Coco-Set war es einfach. Und ich habe mich noch gefragt, ist das zu risky? Kann man das bringen? Sollte ich nicht lieber ein Standard-Set spielen? So, aber nee, dieses Coco-Set ist einfach in die Geschichte eingegangen, jetzt dieser Season, als Moritz erste Niederlage. Und das sind 3 Punkte, die wir dringend gebraucht haben.
für unsere Platzierung in den Playoffs. So erhalten wir uns noch die Chance auf Platz 2. Moritz kann es komplett herzlich egal sein, weil der sowieso schon als Erster sicher durch ist und wahrscheinlich auch die Season gewinnen wird. Aber wir rächen uns für den Tailwind in Season 2 und holen uns diesen Sieg für die Ehre. Freut mich. Und auch Moritz, ich hab dich lieb, du bist ein fantastischer Spieler, aber dass du ungeschlagen durch eine Season gehst, kann man nicht gönnen. Und letzte Season war es Niklas, diese Season sind wir es. Ja, GG auf jeden Fall. Checkt die anderen Boys in der Beschreibung ab und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es an Spieltag 11 geht und der letzte Spieltag der regulären Season. HB, ciao!